Hey Leute, ich begrüße euch hier zu einer Infothek, um euch über die aktuellen Geschehnisse hier bei mir zu unterrichten. Wer es auf Aquamit verfolgt hat, weiß, dass ich tatsächlich jetzt den Reset hier durchführen werde, weil es einfach nicht mehr anders machbar ist. Tut mir auch wirklich gesagt in der Seele weh, das Ganze so machen zu müssen. Aber ja, es geht tatsächlich nicht anders. Ich habe überall Schäden von diesen scheiß Seeastern und es ist auch nicht durch mal eben LPS raussetzen und Fisch einsetzen getan. Also es ist tatsächlich massiv, was ich an Schäden durch diese Viecher habe. Und ja, es soll dann jetzt dieses Wochenende passieren. Vorgehensweise ist eigentlich recht simpel. Ich denke, ich habe mich recht gut vorbereitet. Hoffe ich zumindestens. Und ja, erste ist, ich habe mir ein großes Ablegerbecken besorgt. 1,50 Meter an 80. Da kommen so knapp 20 cm Wasser rein. Das ist gedacht einmal für die Korallen und für die Fische als Übergang. Alles in einem System. Da kommt noch ein Abschäumer rein, da kommt Strömung rein, da kommt Pumpe rein. Damit das Ganze dann auch, ich sag's mal, anderthalb Tage ohne Probleme durchhält. Dann bin ich letzte Woche schon hingegangen und habe einen Großwasserwechsel gemacht und habe diese 200 Liter, die ich für das Becken brauche, aufgefangen und lagere die im Moment mit Umwälzung und Heizung im Keller, damit ich dieses Wasser direkt für die Korallen habe. Dann kriegen die zumindest keinen Schock beim Umsetzen. Das ist das Wasser aus dem gleichen System, das passt dann soweit. In einer Woche passiert nicht so viel. Natürlich werden wahrscheinlich meine Nährstoffwerte wahrscheinlich ein kleines bisschen nach unten gegangen sein, aber das ist nicht so wirklich schlimm. Ja, was habe ich noch in der Vorbereitung? Das neue Gestein, was reinkommt, ist Eporif, klar. Ich bin von dem Zeug mehr als begeistert, also warum sollte man das nicht machen? Ist im Vorfeld jetzt schon, wird das vorbereitet durch einen Norbert Dammers. Das heißt, das wird bei ihm im Becken schon biologisch, in Anführungszeichen biologisch aktiviert, also dass Bakterienstämme drauf sind. Und das gehe ich dann am Freitag holen. Das wird feucht gehalten, beziehungsweise wenn es dann hier ist, kommt es dann in eine große Tonne rein, wo dann Wasser drauf kommt, so damit die Biologie erhalten bleibt. Ja, und dann geht die Schose dann am Freitag los. Das heißt, wir gehen hin, mit einem Bekannten gehe ich hin, und hole jede einzelne Koralle aus dem Becken. Jede einzelne Koralle wird begutachtet, wird gecleant, wird gereinigt, wird geschaut, ob irgendwo in den Ästen, zwischen den Ästen, so eine scheiß Seeaster hängt. Dann wird jede einzelne Koralle gedippt. Da habe ich mir auch schon Material für organisiert. Also kommt eine große Kiste, da kommen die dann rein unter Strömung, werden 10 Minuten gedippt, dann anschließend kurz gespült und dann kommen die erst in das Übergangsbecken rein. So dass ich nach Möglichkeit, wohlgemerkt, nach Möglichkeit versuche, die Plagen nicht mit rüber zu nehmen. So, ich habe mir für die ganze Aktion so knapp 2,5 Tage in Augenschein genommen. Wenn dann die Korallen alle rausgeholt worden sind, dann wird das Aquarium bis auf ungefähr so viel Wasser entleert. Dieses Wasser wird zu 100% aufgefangen. Das nehme ich dann für den Neustart wieder. Dann fange ich an, das Riff so nach und nach abzubrechen, gleichzeitig die Fische zu fangen. Die kommen dann auch in das Übergangsbecken rein. Und ja, also wenn das dann passiert ist, kommt 2/3 des Sandes raus. 1/3 im rechten Bereich hatte ich ja Tonga-Perls schon mit reingepackt. Da ist auch ein bisschen normaler Sand mit dazwischen. Das hat sich vermischt. Diesen Bereich werde ich entnehmen, in eine flache Schüssel reinpacken und auch rüber ins Übergangsbecken, damit auch da die Biologie erhalten bleibt und nicht stirbt innerhalb von dieser Zeit, wo ich dann anschließend das Becken komplett trocken mache, beziehungsweise sauber mache, trocken mache, Entschuldigung, und dann hingehe und wirklich alles sauber mache, runterziehe das Material im Schacht. Das Technikbecken muss gecleant werden. Also es ist eine heillose Aktion für einen kompletten Neustart. Und es tut mir auch echt in der Seele weh, dieses schön gewachsene Becken auseinanderzureißen. Aber es geht leider nun mal nicht anders. Ich kann das jetzt so weiterlaufen lassen und schön zusehen,
wie die Seeastern sich vermehren und so nach und nach meine Korallen platt machen. Weil überall, wo eine freie Stelle ist oder wo ein bisschen Gestein dran ist, haften die sich dran. Und ich will es auch nur mal kurz hier zum Verständnis sagen: Diese Seeastern vermehren sich durch Teilung und nicht durch Sporen. Das heißt also, ganz doof gesagt, werde ich natürlich nicht machen. Ich muss nicht so viel Augenmerk auf den Schacht und aufs Technikbecken geben. Natürlich in die Klarwasserkammer muss ich gucken. Aber ich habe ja vom Abschäumerbecken zur Klarwasserkammer ist ein Schwamm. Und da könnte theoretisch, das wird da unten alles sauber gemacht. Also da reden wir nicht drüber. Aber die vermehren sich nun mal nicht durch Sporen. Ja, wenn das Becken dann gecleant ist, dann wird das Eporif aufgebaut. Und da kann ich euch mal kurz schon mal was mit einblenden, wie das Ganze grob gedacht ist. Und ja, ob ich das dann wieder so hinkriege, ist was anderes, weil der Norbert hat mir da schon Geschichten erzählt, so nach dem Motto, ja, wir haben das so und so aufgebaut und dann haben die es versucht und hat nicht funktioniert. Eporif ist nun mal ein großes Puzzle. Es ist noch die gleiche Version, die ich auch im kleinen Becken habe, also im Projektbecken. Also es ist noch nicht die ganz neue Version, wollte ich auch nicht. Ist zwar schon die neue Farbe, aber halt nicht die neue Körnung. Weil ich habe sehr, sehr viele Fische drin und ich habe jetzt mittlerweile, geht das Becken hin und ist übersättigt. Mein Abschäumer läuft auch nicht mehr so vernünftig, wie er laufen sollte. Der holt mir nur noch Eistee raus, weil es einfach zu viel an Material ist. Da werde ich dann auch demnächst irgendwann mal hoffentlich einen neuen, ja, nicht hoffentlich, sondern bald dann mir mal einen neuen organisieren müssen. Da ist aber auch irgendwann mal was in Aussicht gestellt worden. Ich schaue dann mal. Ja. Der Aufbau wird gemacht, dann kommt der neue Sand rein, also es werden Tonga-Perls sein. Und so knapp 1 auf 2 cm maximal. Danach wird das Becken befüllt, wird recycelt, dass es wieder auf Temperatur kommt. Und ja, wenn wir das dann alles haben, dann fange ich an, die Korallen zu kleben. Also jeder einzelne wieder aus dem Ablegerbereich raus, wieder zurück ins Hauptbecken. Kleben, setzen, festmachen und wenn das alles passiert ist und ich mit meinem Aufbau soweit zufrieden ist, dann kommen die Fische wieder rüber. Ja, bis dahin haben die dann, ja, ich sag's mal, das kleine Becken als, ja, Tummelplatz. Was ich dann auch machen werde, ist, dass der Rotmeerdock nach drüben kommt. Das ist unter anderem auch ein, ja, nein, ist jetzt praktisch, dass das so funktioniert, hat aber nichts damit zu tun, dass ich eine Neustadt mache. dann hoffe ich mal, dass das Ganze gut geht. Ja, wie gesagt, Start ist Freitagmittag und ich hoffe, dass ich dann so Sonntagmorgen, Sonntagmittag, Sonntagnachmittag allerspätestens fertig bin. Dann wird auch noch einiges an Ablegern über sein, also die Leute hier aus dem Bereich können dann gerne bei mir vorbeikommen. Weil dieses Becken muss schnellstmöglich auch am Sonntag noch abgebaut werden, das Ablegerbecken, weil ich da keinen Platz für habe. Und ja, diese Ableger müssen weg, ansonsten muss ich die erstmal zwischenlagern irgendwo. Egal, aber das ist der Plan und ja, ich schaue dann mal, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Alles in allem halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ich werde hier und da natürlich Zeitrafferaufnahmen von machen, von dem, wie wir es angehen, wie wir es machen. Der Markus wird am Samstag auch zum Aufbau vorbeikommen. Der Kollege, der mir hier hilft, der Benny, ist kamerascheu, den müsst ihr also nicht erwarten, dass er vor der Kamera sieht. ja, das ist der Plan. Darüber wollte ich euch informieren und jetzt am Wochenende kommt kein Video von mir raus. Ich habe nichts vorbereitet, weil ich in den Vorbereitungen hier für den Umzug bin. Deshalb diese kleine Infothek jetzt, heute hier unter der Woche. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nach dem Umbau wieder. Ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Ralf. Ciao.